Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Und ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu leise. So, mein Mikro näher an den Mund führen. Ich habe gerade, um euch das mal eben zu zeigen, die Optionen, also kann man vielleicht nicht so gut sehen, aber ich habe auf jeden Fall die Soundeffekte und die Musik noch einen Punkt niedriger gemacht, weil ich irgendwie fand, dass das irgendwie doch noch ein bisschen zu laut war und ja, im Großen und Ganzen sollte es aber eigentlich passen. Und wir fliegen jetzt nach Stone Hill. Also Steinhügel. Für die, die kein Englisch können. Diese Welt war damals auch auf der Demo schon vorhanden. Die ich auch übrigens auf meinem Hauptchannel schon Let's Played habe. Und ich habe mich übrigens dazu entschieden, die Spyro-Teile hier auf dem Gemeinschaftschannel zu machen. Reden schwierig. Weil, Spyro mache ich auf jeden Fall lange Zeit erstmal nicht auf meinem Hauptchannel. Deswegen habe ich da ganz gute Abwechslung von meinen Projekten her, würde ich mal meinen. Und versucht nicht in diesen Springbrunnen, was heißt Springbrunnen? Auf jeden Fall in dieses kleine Wasserbecken da zu springen, denn da drin kann Spyro tatsächlich ertrinken. Ich habe es mal fertig gebracht. Und wie ihr ja vielleicht übrigens im letzten Part im Fluglevel gemerkt habt, ist es so, dass wenn wir im Fluglevel halt abstürzen, dass wir keine Leben verlieren. Das heißt, wir müssen halt nur wirklich alles in einem durchschaffen und können uns das nicht aufteilen oder so. Und gehen wir mal erstmal in dieses Tor, in diesen Raum, wie auch immer. Was für ein Schlaraffenlandraum. Ach ja. Yay, kaum was getroffen. Juhu. Nee. Also diese Kisten können wir auch mit Feuer zerstören, diese hier nicht. Die sehen anders aus, wie vereist oder so. Die können wir wirklich nur mit unseren Hörnern aufbrechen, weil die halt ja stabiler sind. So, und dich klein habe ich noch vergessen. Und was ich auch vergessen habe zu erzählen, verdammt, das fällt mir jetzt alles erst im zweiten Part ein. Wir können so eine Rolle machen und so eine Rolle, was natürlich gut ist, um auszuweichen, was man eigentlich aber gar nicht braucht. Deswegen haben sie es auch wohl in den Nachfolgeteilen von Spyro weggelassen. Und die Edelsteine, die wir einsammeln, die roten, die sind halt ja nur eins wert, eins was auch immer. Es gibt keine Währung hier oder sowas, für die wir uns irgendwas kaufen können. Aber sie haben auf jeden Fall eine gewisse Punktanzahl. Also ein roter ist halt ein Punkt wert, die grünen sind zwei Punkte wert, die blauen fünf Punkte, die goldenen, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon goldene hatten, obwohl ich glaube doch in der Artisan, also in der Hauptwelt. Also die goldenen sind halt 10 Punkte wert und dann gibt es noch die lila Farben, die wir bisher noch nicht hatten und die sind 25 wert. Wow. Ja, und jetzt befreien wir dich auch endlich. Lindahl. Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Danke, dass du mich mit so viel Respekt behandelst. Aber das habe ich den Zuschauern auch schon erklärt, das weiß ich schon. Und das wissen sie auch. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier hin. Stirb! Na, hast du Angst? Ich meine, er kann einem ja leid tun, ne? Er hockt da drin in der Kiste und hat totale Angst vor uns und wir fackeln ihn einfach ab. Aber naja. Oder die Kiste an sich ist lebendig. Das könnte auch sein. Ich habe keine Ahnung, was diese Kisten sind, ob da jemand drin ist oder ob sie selber leben von sich aus. Wer weiß das schon? Nach Hause, yay! Nachdem du alle Drachen befreit hast, durchquere dieses komische Wirbelsturm-Dings, um in die Artisan-Welt zurückzukehren. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen? Nein, danke. Tschüss! Ich finde diesen Opa-Drachen so geil. Ja, nachdem du den Drachen befreit hast, kannst du hier cool dadurch und nach Hause kommen, ne? Kann man auch gar nicht selber drauf kommen. Ich meine, okay, wenn das ein kleines Kind spielt, was vielleicht auch noch nicht lesen kann, dann kann es natürlich nicht lesen nach Hause, aber naja, so an sich ist das nicht so schwer. Man kann ja auch alles sonst einfach durch Ausprobieren herausfinden. Wow, wir haben einen goldenen Schlüssel. Denn das ist auch in manchen Welten so, dass es dann, och Mann, trifft doch mal,
dass wir einen goldenen Schlüssel finden zu einer Schatzkiste halt, die irgendwo versteckt ist. Also sowohl Schlüssel als auch Schatztruhe sind versteckt im Level. Aber so schwer zu finden sind die eigentlich nicht. Vor allem, ich kenne Spyro wirklich schon ewig. Und ich weiß genau, wo die ist. Nämlich hier in diesem Brunnen. Ich meine, man weiß ja so, dass Spyro nicht... Kannst du da drauf stehen? Nein. Also man weiß ja, dass Spyro nicht schwimmen kann. Und deswegen hatte ich als Kind anfangs auch Angst, hier reinzuspringen. Weil ja halt das ein Brunnen ist. Und ich dachte so von wegen, ja, dann stirbt Spyro garantiert. Aber ich habe es irgendwann einfach doch mal ausprobiert. Und ja, habe dann das hier gefunden. Wuhu! Also auch diesen kleinen Sandstrand, wo ich den Schlüssel gefunden habe, habe ich erst später entdeckt, weil ich dachte, ja, da sieht man ja nur Meer, da ertrinkt Spyro, aber nö. Da muss man sich einfach nur mal genauer umgucken und man entdeckt diesen hübschen kleinen Sandstrand. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie viel Kraft sie hat. Wenn sie Schmetterlinge isst, bleibt sie stark. Genau wie ich. Ja, klar. Oh. Der hat dich wohl ein bisschen eingeschüchtert, mein Junge, was? Huhu. Ach ja. Was ja einen auch eigentlich ein bisschen wundern könnte, ist, dass der Opa-Drache ja hier... Oh, wie süß. Dass er angeboten hat, zwei Runde Geschichte zu erzählen und eigentlich mögen das ja alle kleinen Kinder gerne. Nur er nicht. Er will schon groß und stark sein hier. Wie bitte? Habt ihr es auch gehört? Dann macht sich einer über uns lustig. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ne. Du mich auch, mein Freund. Den werden wir gleich noch kennenlernen. Mal sehen, kann man ihn schon von hier aus sehen? Ich glaube schon, wenn wir ihn auch hören konnten eben. Ja, da oben ist er. Da, dieses kleine blaue Männchen da oben. Das ist ein Eierdieb. Denn wir müssen nicht nur unsere Drachenfreunde, die Erwachsenen hier befreien, sondern auch die Drachenbabys retten. Die in... ja, Eiern noch sind und die werden von diesen blauen Dieben halt geklaut, die ziemlich flott unterwegs auch sind, aber die können wir einfach ganz, ja, relativ lässig eigentlich sogar ausschalten, weil so schnell sind die jetzt auch wiederum nicht. So, ihr Lieben, macht mal den Weg frei. Dankeschön. Und stirb. Na? Du hast mir nichts entgegenzusetzen. Der wollte gerade echt zuschlagen. Diese miese Drecksau. Naja. Ja, ich weiß, ich verwende jetzt hier gerade nicht so direkt jugendfreie Ausdrücke vielleicht. Also, das hier ist mal Spyro FSK 18. So ungefähr, aber was soll's. Falls ihr doch kleine Kinder auch zugucken sollten, verzeiht mir bitte. Und nicht zu Hause nachmachen. Seid freundlich zueinander. So, wir hatten ja jetzt wirklich hier irgendwie schon alles. Deswegen würde ich mal sagen, ja, gehen wir wirklich hier hin. Mal sehen, was uns hier oben so erwarten wird. Hallo, mein Freund. Gildas. Spyro, mein Freund. Möchtest du was über das Gleiten lernen? Klar doch. Für den längsten Gleitflug drück am höchsten Punkt des Sprungs die X-Taste. Um zu landen, drück im Flug die Dreieck-Taste. Ja, habe ich aber auch schon herausgefunden. Danke. Was ich mich ja auch frage, wie hat dieser dicke Drache in diesen engen Kristall gepasst? Weil wirklich alle Drachen sind ja in einem ganz hautengen Kristall eigentlich eingesperrt. Dann platzt der auf und da kommt voll der fette Drache zum Vorschein. Aber naja, was soll's. Aber wie ich mich ja, nicht wie, sondern was ich mich ja auch frage, ist, wie Spyro die Drachen eigentlich befreit. Also ich glaube, Sparks kann irgendwie in diesen Kristall reinhuschen und dann von innen irgendwie dem Drachen helfen, sich zu befreien oder so. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil Spyro, der aktiviert hier nur kurz diese Plattform, auf der steht und dann rennt er ja weg. Ach, sieht das hier nicht herrlich aus? Dieser strahlend blaue Himmel. Strahlender, als er eigentlich in unserer Welt sein kann fast. Mit diesen schönen weißen Wölkchen und dieses saftige Grün der Wiesen. Ah, hinaus in die weite Welt! Was ist das denn? Na, lass mich durch. Lass mich durch. Mano. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was das hier sein soll. Also ich meine, ist ja ganz klar eine Blockade, ne? Yeah, unsichtbare Wand. Ich knutsche dich. Mua, mua, mua. Also egal, was wir auch machen...
Wir können hier überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Ja, ich wollte nicht nochmal gegenlaufen, danke. Wir kommen da wirklich nicht durch. An keiner Ecke. Hier ist auch überall wirklich dieses Kraftfeld. Weil, naja. In anderen Spielen sind einfach so unsichtbare Wände da. Und hier ist hier wenigstens noch so eine Animation. Von wegen, hier ist Levelende. Ja, warum auch nicht, ne? Ist ja jetzt nicht so wild. Und da ist ja der kleine blaue Mann. Ich blase zum Angriff. Jetzt kriegst du dein Fett weg. Ja, renn doch, mein Freund. Mich hängst du trotzdem nicht ab. Nee, 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 nee. Haha, hab dich. Ham. Lecker Kaugummi-Ei. Yay. Also jedenfalls sage ich mir das immer, weil, mal im Ernst. Warum sind die Dracheneier rosa? Ich muss da irgendwie automatisch an diese Kaugummis da halt denken. Diese Elmix-Kaugummis oder wie die da hießen. Ohne Zucker. Die waren auch immer so herrlich rosa. Obwohl ich die Farbe rosa eigentlich auch gar nicht so mag. Ja, obwohl ich ein Mädchen bin, ich mag eher schwarz. Schwarz wie die Nacht. Ja, Vampire Girl halt, ne? Ach ja. Ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Keine richtigen Wäldchen, keine, kein Wald oder sowas, sondern einfach nur hier wirklich so drei kleine Bäumchen. Und dann hier wieder lange Zeit Lichtung, Lichtung, einfach nur weite Felder, weite Wiesen. Und dann hier wieder so eine kleine Baumgruppe. Nein, hier sind sogar vier Bäume, oh mein Gott. Und ein einzelner Baum, das ist der Außenseiterbaum. Lasst ihn doch mit in eure Gruppe, was hat er euch getan? Naja. Fliegen wir mal zu dieser kleinen Burg. Das sieht ja alles so märchenhaft, schon fast prinzessinnenmäßig aus, weil das alles in so, ja, rosafarbenen Tönen gehalten wird irgendwie. Ich meine, das ist ja hier kein Grau, das ist ja so lila-rosa irgendwie so ein Mix. Ach ja. Hab ich schon alles? Oh, ich hab schon alles, ich bin schon fertig. Das ging ja jetzt fix. Schneller als erwartet. Wir haben erst 12 Minuten rum. Habe ich echt alles? Das war jetzt so extrem schnell. Aber ja, ich hab alles. Okay. Okay. Dann fliegen wir nach Hause. Wir kommen gut voran, meine Freunde. Ja, ihr kommt jetzt auch wieder dran. Gib mir dein Perlchen und du gibst es mir auch. Und euch töte ich auch nochmal eben. Bam, bam. Und dann seid ihr weg und alle sind glücklich. Oder so. So, als nächstes würde ich sagen, geht mal hier hin. Na, nicht den Kopf stoßen, Spyro. Das wollen wir nicht. Und gehen mal... Ja, brauchst keine Angst zu haben. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Wir gehen jetzt als nächstes... Im nächsten Part allerdings erst, würde ich sagen. In Town Square. Ja. Ein Level, was übrigens in der Demo gar nicht existiert hat. Da war hier einfach nur eine Steinwand. Und okay, der Torbogen war da, aber es führte nicht wirklich in eine Welt, sondern ja, wie gesagt, einfach nur zugemauert. Aber naja, was soll's. Ja, genau, Spyro putzt dich, mein Guter. Ja. Also ich beende dann jetzt mal hier den Part. Bitte hinterlasst mir eine Bewertung und einen Kommentar oder zumindest eins von beidem. Und schaut auch bei den anderen Leuten vorbei, sind alles ganz nette Menschen, die auch echt super Arbeit leisten. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch natürlich auf meinem anderen Channel vorbeischauen. Wie immer, Link in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, würde ich sagen. Bis dahin, ciao!